Namaskaram Sadhguruji, ich bin Divyanka Tripathi Dahiya und es ist ein Privileg, dass ich dich etwas fragen darf. Meine Frage lautet, warum sind all die verbotenen Dinge so verlockend und wie kann man sich vor solchen Versuchungen fernhalten? Namaskaram Divyanka, wer hat dir was verboten? Also das Verbotene und das Erlaubte ist also nicht Teil dieser Kultur, sondern kommt von woanders her. Du weißt von dem dummen Paar? Hast du schon mal von diesem dummen Pärchen gehört, Divyanka? Adam and Eve, I'm talking about. Ich spreche von Adam und Eva. Also, als sie also nicht wussten, was sie miteinander anfangen sollten, aßen sie den Apfel. Sie hatten nur einen Apfel und sie dachten, sie wären im Himmel. Nachdem sie den Apfel gegessen hatten, fielen sie, und der verbotene Baum. Was die Menschen vergessen haben, ist, dass die verbotene Frucht die Frucht des Wissens war. Gott scheint also gesagt zu haben, esst nicht von der Frucht des Wissens. Denn Wissen ist verboten. Denn das Leben geschieht aus dem Bewusstsein heraus, nicht aus dem Wissen. Im Moment haben wir in unserem Leben so viel angehäuft, dass etwas gut und etwas schlecht ist, etwas ist Tugend und etwas ist Sünde. Wegen dieser Art von Spaltungen, wegen dieser Art von Diskriminierung von einer Aktivität zur anderen, haben wir jetzt diese Probleme. Diese Dinge wurden von Leuten gesagt, die keine Ahnung haben, wie der menschliche Verstand beschaffen ist. Divyanka, wenn ich dich jetzt darum bitte, in den nächsten 10 Sekunden nicht an Affen zu denken, kannst du dann nicht an Affen denken? Du wirst nur an Affen denken. Es liegt also in der Natur des Verstandes, dass es in diesem Verstand nur Addition und Multiplikation gibt. Es gibt keine Subtraktion und Division. Das heißt, man kann einen Gedanken nicht aus dem Verstand nehmen. Wenn du dich anstrengst, wird es sich nur vervielfachen. Es ist wie bei einem Auto, bei dem alle 3 Pedale Vollgas sind. Egal, was man anfasst, es fährt nur schneller. Wenn dir also jemand gesagt hat, das ist eine Sünde, denk nicht darüber nach, dann wird das zu deiner Vollzeitbeschäftigung. Lass also dieses, was ist verboten und was ist nicht verboten. Was deine natürliche Neigung ist, das tust du mit Freude. Das ist wirklich nicht schlimm. Und wenn du dir Zeit nimmst, um zu erkennen, wozu du von Natur aus neigst, glaub mir, dann wirst du nichts im Übermaß tun. Du wirst sehen, dass sich alles andere so von alleine ergibt, wie es sein soll. Gerade jetzt sind kleine Dinge in den Köpfen der Menschen zu großen Dingen geworden, einfach weil sie versuchen, sie zu vermeiden. Das ist die Natur des Verstandes. Woran man nicht denken will, denkt man nur daran.